Ja, also wir haben aktuell bei der Liquid Skin Version 8 Farben, die haben wir jetzt alle mal hier aufgebahrt. Wir unterscheiden hier 3 Linien. Das eine ist die schwarze Linie, wo der ganze Maskenkörper im hinteren Bereich eben schwarz ist. Das sind diese 4 Farben hier oben. Dann gibt es die White Line, das ist die weiße Linie. Da haben wir die Farbe Blau-Weiß mit dem weißen Teil hier im hinteren Bereich. Und klassisch, wie viele Masken von Maris eben auch sind, die Clear Line, wo wir einmal in Gelb und in Blau arbeiten und hinten eben das durchsichtige Material verwenden. Ja, wir haben dieses Jahr auf der Boot den Aquaprop zum ersten Mal ausgestellt. Ein ganz neu entwickeltes Gerät von Bonex. Und zwar seine Spezialität ist, dass er besonders klein und leicht ist und natürlich sich absolut zum Reisen eignet. Er ist für die Zielgruppe geeignet, für Schwimmer, Schnorchler, Freitaucher und natürlich für alle Sporttaucher. Dann haben wir noch die Eigenschaften von dem Gerät, dass wir dahinter stehen können und einfach uns festhalten. Und darüber hinaus hat er 2 Geschwindigkeitsstufen, dass wir die individuell regeln können, je nachdem wir das gerade möchten. Und natürlich die 7 Kilo Eigengewicht sind unschlagbar. Was Bonex natürlich auch neu hat, ist die Geräteversicherung für die Unterwasserscooter. Das heißt, gerade für Tauchbasen sehr interessant, die einen Leihvertrieb haben. Und zwar ist es so, wenn also der Benutzer irgendeinen Fehler macht oder ungeschicklich ist und das Gerät zum Beispiel runterfällt und beschädigt wird oder zum Beispiel es zu einem Wassereinbruch kommt, dann wird das Gerät einwandfrei repariert oder gegebenenfalls komplett neu ersetzt von der Versicherung. Also, wir haben den Evertech LT-Anzug nochmal gebracht. Das heißt, der Evertech-Anzug war schon gut. Wir haben einfach das Material erneuert. Und zwar ist das ein Trilaminat im Ripstop-Waben-Design, sodass also der Anzug sehr stabil ist. Und das Material ist etwas stretchy, sodass es also auch sehr komfortabel ist. Der Anzug hat ein Gewicht von ungefähr 3 Kilo, was mit diesem Material, weil es beweglich ist ja auch ein bisschen, und dem Gewicht eine sehr, sehr schöne Tragemöglichkeit macht. Man hat also einen sehr hohen Tragekomfort. Der Reißverschluss ist jetzt ja eigentlich schon Standard bei allen auch. Ein T-Zip-Reißverschluss. Der Vorteil dabei ist, wenn man den nicht richtig aufmacht und man kommt an die Grenzen, zieht er sich von alleine auf. Er kann also nicht brechen. Sehr flexibel. Das ist also wunderbar und lässt sich also, wie gesagt, auch sehr gut tragen. Wir haben weiter runter die großen Taschen natürlich, die wir benutzen, um da eben die Sachen drin zu verbringen. Alles mit Klett, passt eine Menge rein. Und am Anzug selber sind hier auch noch die Kevlar-Beine, sodass man also auch in den Schulungen sich auf eine Plattform knien kann und da ein sehr robustes Material hat. Ihr wisst gar nicht, was wir hier durcherleben. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Drückt Gefällt mir, abonniert uns jetzt und hinterlasst einen Kommentar. Peace out. Check out. Klappe. Waren wir gut. Hammer.